Herzlich willkommen. Geil, dass ihr mal wieder mit am Start seid zu einer seltenen Folge. Korga kocht Geiles. Und heute bin ich nicht allein. Ich habe zum Glück einen Kameraassistenten dabei. Sagt doch mal Hallo, liebes Kamerakind. Hallo, liebes Kamerakind. So, perfekt. Der Grund, warum jetzt so lange keine neue Folge kam, liegt einfach ein bisschen daran, dass es halt ein bisschen aufwendiger ist, das Ganze alleine zu machen, mit der Kamera und immer, und ich habe dann auch nicht mehr Zeit. Aber der gute Utwin ist dieses Wochenende mal da und hat sich bereit erklärt, das mal mitzumachen. Und ja, jetzt kommt die 9. Folge von Korga kocht Geiles. Was kochen wir denn heute? Schauen wir uns einfach mal die Zutaten an. Also, wir machen heute eine klassische italienische Tomatensauce mit Pasta. Was brauchen wir dafür? Pasta, wer hätte es gedacht, 99 Cent oder so. Also ich habe jetzt natürlich nicht die konkreten Preise dabei, weil das ist schon länger her, wo ich das gekauft habe. Wir brauchen auf jeden Fall Tomatenmark. Wir brauchen fleischlose Tomaten aus der Dose, passierte Tomaten, eine Zwiebel, eine Karotte, zwei Knoblauchzehen. Man kann da aber auch mehr oder weniger machen, je nachdem, wie man will. Pfeffer. Ein Rotwein, welchen ihr dann nehmt, ist ganz von euch da überlassen. Und noch ein paar normale frische Tomaten, je nachdem, da kann man dann nochmal variieren, je nachdem, wie viele Stücke man da drin haben will in der Soße. Genau, und jetzt müssen wir den ganzen Quatsch erstmal schneiden. Jetzt müssen wir erstmal Zwiebeln und Karotten schneiden. Für die Knoblauch habe ich mir hier eine Knoblauchpresse, danke an meine Mutti, die mir geschenkt hat. Und wir müssen die Zwiebeln jetzt quasi so klein wie möglich schneiden. Okay. Also quasi so dünn wie möglich. Ist jetzt aber nicht schlimm, wenn das jetzt nicht so schlimm ist. Du kannst auch die Karotte gerne machen, die muss auch so dünn wie möglich geschnitten werden. Dünn wie möglich meinst du in Würfeln oder in Scheiben? Nee, Würfel. Also Würfel. Du schneidest die erstmal, also du halbierst die, dann schneidest die durch und dann machst du quasi so kleine Würfel draus. Und ich werde erstmal die Karotte schälen, weil ich habe gerade gemerkt, dass die noch gar nicht geschält ist. Lul! Das soll vorkommen, nicht? Soll vorkommen, ja. Da ich auch nur ein Schneidebrett habe, werde ich jetzt hier auch auf dem Teller schneiden. Ach stimmt. Deswegen war kein zweites da. Ja. Yeah. Don't try this at home, liebe Leute. Übrigens, Korga hat gesagt, wenn ich nicht mitmache, kriege ich nichts zu essen. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Nein, nein, doch, habe ich gesagt, keine Sorge. Ja, natürlich. Ja, aber wir können ja mal kurz erzählen, was wir heute so gemacht haben. Wir waren heute über einen Tag auf der Festung Königstein gewesen. Für Utwin das erste Mal, für mich das gefühlt 100. Mal. Und wie hat es dir denn gefallen? Sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch einige Fotos gemacht. Gut, erstmal für mich, ich habe keine Ahnung, ob davon irgendwas dann irgendwann mal im Netz landet. Irgendwann veröffentlicht ist. Aber auf jeden Fall echt geile Festung. Ist natürlich eher Festung aus der so Renaissance- und Imperialzeit, also dementsprechend eher so hohe Mauern, aber keine Türme. Ja. Aber trotzdem sehr interessant. Ja, also ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich von meinen Bildern welche reinschneiden hier. Also so Ambient-Fotos, ich habe ja von dir und mir gar keine gemacht. Aber das Wetter war heute sehr gut und es war eigentlich Regen angekündigt. Der einzige Tag von 7 Tagen in der Woche, wo es regnen sollte. Es hat zum Glück nicht geregnet. Im Grunde lief alles super, bis auf die Bahnverbindung. Bis auf die Bahnverbindung. Ich habe irgendwie vercheckt, dass da irgendwie gerade Bauarbeiten sind. Und das hat dazu geführt, dass ja, wir da irgendwie erstmal eine halbe Stunde in Pirna gestanden haben, bis ich erstmal gecheckt habe, dass der nicht weiterfährt, der fucking Zug. So, also, das war etwas peinlich, sagen wir so. Junge, was machst du da? Das ist eine Technik, um die kleinen kleinen und fein zu hacken. Okay, krass. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, noch etwas dünner. Noch dünner? Also quasi das Doppelte von dem. Ja, genau so. So ist perfekt. Okay. Ja. Genau. Weil je dünner wir das Zeug schneiden oder je kleiner wir das Zeug schneiden, desto schneller zerkocht das ja. Also desto schneller können wir essen. Quasi. Stimmt, das wird ja am Ende quasi zu einer homogenen Masse. Also nicht ganz. Also da werden schon noch Stücken übrig bleiben. Also ich habe schon vor, irgendwie vor Mitternacht zu essen. Ich weiß nicht. Das ist eigentlich so ein Homo, aber. Oh Mann. Masse. Ja. Shit. So. Karotten sind jetzt natürlich echt bitchig. Aber das geht schon irgendwie. Ja, da kann ich vielleicht mal die Frage vorab nehmen. Wird auch ein Video von diesem Wochenende auf Utwins Kanal kommen? Ja, wird's geben. Willst du dazu was erzählen? Ach so, du meinst jetzt, ich dachte schon fast, du meinst nee, jetzt... Nee, nicht vom Video. Kochen. Nee, nicht vom Kochen, sondern von Königstein. Also. Nee, von Königstein nicht, nee. Ich rede jetzt von dem Wochenende an sich. Ja, es wird ein Video kommen. Ich würde mal sagen, lasst euch überraschen, weil ich keine Ahnung habe, wie viel Zeit vergehen wird. Ich auch nicht.
Das kommt immer drauf an, weil das ist wie mit den Age of Empires Aufnahmen, die wir machen. Ja. So, ja, das ist dann eine Folge für, keine Ahnung, 2022 oder so. Also nicht, dass wir bis dahin jetzt schon Content hätten, aber ich würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt irgendwie dreimal die Woche streamen würden und das dann so durchziehen, dann würde mich das nicht wundern, ja. So. Beim Knoblauch hast du gemeint, der kommt in die Presse, ne? Genau, den kann, aber du kannst den natürlich trotzdem schälen, wenn du hier mit den Zwiebeln soweit bist. Mhm. Genau, ich schmeiß den Zwiebelabfall hier in die Mitte und die Zwiebeln dann quasi in die... Die silberne Schale, die Blech. Schale, genau. Blechbox hätte ich jetzt schon gesagt. So, Karotten sind schon mal ready to go. Zwiebeln sind auch ready, die waren ja mit. Zwiebeln da rein, genau. Und ich werde jetzt hier erstmal provisorisch zwei Tomaten klein häckseln noch. Kommt halt auch ein bisschen drauf an, für wie viele Leute ihr das kochen wollt. Ne? Wenn ihr das jetzt nur für zwei macht, dann braucht ihr vielleicht auch nur zwei, drei Tomaten. Wenn ihr das jetzt für eine ganze Familie macht, dann könnt ihr so eine ganze Box da reinschneiden, denke ich mal. Je nachdem, wie groß euer Topf ist. Das passt dann schon. Du kannst... Okay, das ist echt wild, wie du das machst. Das habe ich noch nie gesehen, so solche Techniken hier. Nur ein bisschen anlockern, dass die Schale nicht abgeht. Okay, na, ich mache das immer mit dem Messer. Dann schneide ich immer diesen Strunk ab und dann fällt das Ding von alleine weg. Kann man auch machen, ja. Ah, jeder hat da so seine Technik. Ja. Kochst du viel mit Knoblauch? Kochst du allgemein gerne? Ich koche allgemein ziemlich gerne, ja. Und vor allem auch viel mit Knoblauch gerne, ja. Ah, okay. Mir kommt fast bei fast allem immer zumindest ein bisschen Knoblauch mit rein. Ah, okay. Ja, ich habe auch in den letzten Jahren meinen Knoblauch-Fetisch für mich gefunden. Mhm. Also... Manchmal ist es einfach so wirklich, wie viel Knoblauch? Alle. Oh Mann, ey. Wir haben heute den ganzen Tag auf der Zug- oder der Busfahrt haben wir jeden Scheiß immer nur mit diesem Alle-Meme durchgequatscht, ey. Das war schon witzig. Dünn gestreifte Tomaten, ja. Mach ich jetzt. Willst du den Knoblauch hier reinpressen? Weiß ich. Möchtest du das Ding einweihen quasi? Das habe ich selber noch nicht verwendet. Hab das auch erst seit einer Woche. Hier habe ich es nicht gesehen. Wenn man pressen muss. Oh, wow. Lol. Voll geil, Alter. Die andere gleich hinterher. Ich habe noch mehr Knoblauch. Wir können theoretisch noch mehr reinmachen, aber ich glaube, zwei reichen eigentlich erstmal, oder? Ja, zwei würde ich sagen. Reichen. Wenn wir mehr machen, wäre es auch nicht schlimm, da wir beide Knoblauch essen. Ja, ja, genau. Haben wir nicht dieses Problem. Aber ich das man hat, wenn nur einer Knoblauch ist. Aber ich sag mal so, spätestens bei dem Video, was wir dann für dich aufnehmen, sollte das dann eigentlich egal sein. Das stimmt eigentlich. Das wird alles desinfiziert. Ja, Sneak Peek. Ich werde dann wahrscheinlich dieses Video an zeitgleich mit dem veröffentlichen, was wir für dich dann quasi gemacht haben. So, sehr gut. Der Kochgehilfe Utwin hat geliefert. Kameramann, Schneidemeister. Schneidemeister? Naja, hier. Achso, ich wollte schon gerade sagen, das Video schneidest du. Ja, ist mir schon klar, mein Kanal, meine Schnittregeln. So. So, okay, dann gehen wir mal wieder zurück in die Küche. Wir haben jetzt quasi hier Zwiebeln, Karotten, Knoblauch hier drin geschnitten und in dem anderen noch ein paar extra Tomaten quasi für die Bissfestigkeit. Ja. Und was wir jetzt machen werden, wir nehmen jetzt... Achso, das habe ich vielleicht noch vorhin vergessen zu zeigen, was wir noch brauchen. Also wir brauchen noch so ein bisschen Olivenöl jetzt mal. Man kann natürlich was anderes nehmen, ist eigentlich scheißegal. Und damit müssen wir jetzt den Boden bedecken. Und das ist nicht wenig. Also der Boden muss wirklich komplett vom Olivenöl verdeckt sein. So, also das ist wichtig. Warum, weiß ich auch nicht, aber das steht so im Rezept. Apropos Rezept, wir können jetzt nebenher eigentlich schon mal die Nudeln kochen lassen. Dann nehme ich die jetzt so. Ich habe einen Reiskocher. Ich habe den Luxus für mich gefunden, dass man einfach die scheiß Nudeln in den Reiskocher wirft. Wasser rein. Es wird immer feuchter hier. Oh yeah, der Dampf steigt auf. Heiß. So, können wir jetzt als Sauna durchgehen. Da freut sich die Nudeln. Da freuen sich die Nudeln. Die Nudelsauna. So, dann machen wir den Scheiß an. Feuer frei. Und das lassen wir jetzt nebenher kochen. Also ich spare mir quasi den Topf. So, dann machen wir jetzt hier volles Rohr beim
Topf. Ja, und das Öl muss jetzt quasi so ein bisschen erstmal heiß werden. In der Zwischenzeit, können wir das ja hier schon mal so ein bisschen vorpreppen quasi. Dann stelle ich das hier schon mal rüber. Wir brauchen dann, also zuerst kommt quasi das Zeug da rein, wenn das dann leicht anbrät. Das lassen wir dann so 3-4 Minuten erstmal braten. Dann kommt quasi schon die Dosentomaten und diese. Das wird dann erstmal eingekocht quasi. Dann im Nachgang kommen dann noch, wie gesagt, Tomatenmark und passierte Tomaten rein, einfach für die Flüssigkeit. Davon muss dann viel verdampfen, sodass das dann schön cremig wird. Dann kommt noch ein Schuss Rotwein und dann lassen wir das Ganze nochmal so 5-10 Minuten köcheln und dann gibt es gar nicht so viel zu tun. Also es ist eigentlich wirklich ein einfaches Rezept für eine Soße und ich habe das letztes Jahr gab es so eine Firmenweihnachtsfeier und dann haben wir über ein Google Meet quasi so einen Kochkurs gemacht, so einen italienischen. Und das waren so zwei Damen, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, es waren aber Italienerinnen. Und die haben quasi so eine originale Tomatensauce mit uns gemacht und das fand ich so lecker, dass ich das seitdem eigentlich nur noch so mache. Und wir haben die Nudeln selber gemacht. Das machen wir heute aber nicht, wie ihr ja schon gesehen habt. Und dementsprechend ist es ein bisschen entspannter und ein bisschen sauberer. Weil was ich nicht ab kann, ist beim Kochen Dreck zu produzieren und den dann wegzumachen. Kennst du, oder? Mhm. Ja, ganz schlimm. So. Rotwein, wie sieht's aus? Wollen wir uns ein Gläschen Rotwein gönnen? Aber sicher doch. Wunderbar. Ein bisschen Vorglühen schadet ja nicht. Perfekt. Ja, ich hole mal kurz die Gläser. Das sind übrigens kleine Gläser, die Rotwein sich geholt hat. Die sehen ziemlich geil aus. Und davon habe ich jetzt mal zwei hier abgefüllt. Hier, wie die Kamera erkennt. Stößchen. Stößchen. Ja, zum Wohl. Noch schön den kleinen Finger abstehen lassen. Ja, genau. Mhm. Ah, ein fruchtiges Bouquet. Ja, es war ein. Oh Mann, was ist denn das hier? Das habe ich gestern schon gesehen, aus Chile 2019 hier. Naja, schmeckt ganz gut. Aber der kommt eigentlich auch nur rein für die Farbe in der Soße später. Also weniger wegen Geschmack. Dementsprechend, ja. Öldürft ist jetzt schon ziemlich heiß. Und damit hauen wir den Scheiß jetzt hier rein. Oh ja, das hört man jetzt schon. So, okay. Wichtig ist jetzt halt, wie gesagt, dass wir das jetzt erstmal so 5 Minuten hier drin so anbraten lassen, so leicht da jetzt mit dem Öl quasi vermengen lassen. Und ja, das ist jetzt die erste Wartephase, die wir jetzt einlegen müssen. In der Zwischenzeit kann ich mal kurz den Deckel für die Nudeln drauf machen. So, weil die kochen da jetzt hier sowieso erstmal vor sich hin, bis die weich sind. Und aber gut, das brauche ich euch ja nicht groß erklären, weil das macht es ja von allein. So. Vielleicht werden jetzt noch manche. Oh, das riecht schon geil, oder? Mhm, das kommt langsam. So. Es gibt ja so Leute, die sagen, okay, könnte man ja jetzt einen Topf drauf packen, aber ganz ehrlich, das Wasser muss ja verdunsten, damit das schön cremig wird später. Und ich glaube, die meiste Arbeit macht eh das Öl, weil das eben Öl drin ist. Richtig. Genau. Übrigens Kalorienangabe, ja. Du hast recht. Aber ich sag mal so, von der Soße selber isst man ja eigentlich nicht viel. Stimmt. Also man macht da ja höchstens eine Kelle oder zwei drauf. Es sei denn, ich soll den ganzen Topf bei dir drauf kippen, dann könnte man das machen, aber gut. Der ist echt gut. Jetzt wird der Sponsor eingeladen. Dieses Werbung wird präsentiert von The Glen Ells Harzer Single Malt Whiskey. Nee, warte mal. Das ist eher der Wein. Das ist eher der Wein, ja. Lecker, lecker. Also, apropos Whisky. Wenn ihr das Stichwort jetzt gehört habt, werde ich wahrscheinlich in der Videobeschreibung einen Link platziert haben zu Utwins Kanal. Da könnt ihr doch gerne mal drauf schauen. Da wird wahrscheinlich, wenn alles gut geht, jetzt zeitgleich ein Video online gegangen sein. Wird es das? Mal sehen. Wir haben ja keine Eile, weißt du so, dass, ob das jetzt in der Woche rauskommt oder in 5, ist ja erstmal egal. Schneiden muss ich eh beide. Stimmt. Also du hast ja musst erstmal entspannt nichts tun. So. Ja, man sieht jetzt schon, dass das jetzt hier schön am Verdunsten ist. Ne? Oh ja, ein paar Nahe-Shots. Jawoll, Alter. Geil, Junge. Oh, ja. Genau. Und die Karotten werden dann später schön sämig werden. Das ist, wird sich dann auch richtig geil auf der Zunge anfühlen. Das wird cool. Aber wenn das hier langsam zu einer Masse wird, dann ist das echt gut. Oh, das riecht super, ey. Und das hatte ich halt zuvor nie gehabt. Wenn ich mir zuvor immer so Tomatensoßen gemacht habe, habe ich mir immer nur so eine
so eine... Ja, genau, so einfach nur passierte Tomaten. Genau, Tomatenmark. Richtig, passierte Tomaten, einfach in den Topf rein mit Öl, das heiß werden lassen, dann höchstens noch Tomatenmark mit Milch. Und das war immer so die Tomatensoße, die ich mir so sonst immer gemacht habe. Eine Arbeitskollegin von mir, die hat sich dann so voll an den Kopf gegriffen, als ich ihr das mal erzählt habe. Da war das echt nicht so krass. Was ist so dein Lieblingsgericht? Was isst du so am liebsten? Viele verschiedene Sachen, aber tatsächlich mag ich auch sehr so, ja, Pasta mit Soße ist natürlich immer gut. Mhm. Was ich aber sehr mag, sind Eintöpfe, so deftige Soße, oh, ja. Wie so richtig gutes Chili con Carne, gutes selbstgemachtes, ja. Oder so Gulasch oder irgendwas, ja. In dieser Richtung ist auch immer mega. Was ich mir gerne immer an Eintöpfen mache, ist hier so ein roter Linseneintopf mache ich mir immer super gerne hier so. Also es soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber die mache ich mir halt immer doch ganz gerne so. Ja, mit Linsen ist auch mal gut. Ne, dann immer schön auch Karotten rein, Kartoffeln, Fleisch, also Wiener oder sowas. Ja. Und dann schön mit Brot oder so, ne, also kann man sich schon mal geben. Ich hatte, glaube ich, schon mal mein erstes Kochvideo, findet ihr in der Playlist, da habe ich auch Linsen gemacht, einen Linseneintopf. Das war mein erstes Kochvideo. War halt immer am einfachsten, ne. Sehr schön. Ja, also man merkt schon, dass die Karotten noch relativ hart sind. Also ich glaube, da braucht es wirklich ein paar Minuten, bis das dann langsam eingekocht ist. Aber was wir jetzt schon mal machen können, wir können jetzt schon mal die passierten Tomaten da reinballern, glaube ich. Ich brauche kurz irgendwas wie ein Messer. Scheiße, Alter. Habe ich keine Schere hier? Nee, habe ich nicht. Scheiße. Mach das nicht zu Hause. Lass die Packung lieber zu. Alter, fuck. Du brauchst ein größeres Messer, Gurga. Ich brauche ein größeres Messer oder... Irgendwann kommst du mit deinem Langschwert hier an. Ich brauche eine Schere oder sowas. Ja. Okay. So, das ballern wir da jetzt schön rein. So. Okay, das ist quasi jetzt so passierte Tomaten Teil 1. Passiert halt mal. Passiert. Was mit den Tomaten? Passiert. Verschluckt dabei in den Bezirk. Ja, Mann. So, und das, genau, jetzt geben wir die Tomaten hier dazu. Und das lassen wir jetzt erstmal auch ein bisschen einkochen. Also, das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Das Öl wird den Rest machen quasi. Und genau. Salz kommt da jetzt noch mit rein. Da kann man im Nachgang aber immer noch mehr reinmachen, wenn man jetzt unbedingt da mehr haben will. Ein bisschen an Textur, es ist so richtig ölig. Also ja, richtig, richtig. Pesto, so ein richtiger. Genau, aber das wird dann quasi durch das hier wird das dann nochmal schön verflüssigt. Der Rotwein kommt ja dann auch noch rein. So. Also von dem Öl wird dann nicht mehr so viel übrig bleiben. Also. Rotwein auch nicht. Warum Rotwein auch nicht? Ah, oh, fuck. Ach so, jetzt. Ja, moin, Alter. So, das ist ja auch nochmal viel. Das klingt lecker. Scheiße, Alter. So, und das, wie gesagt, jetzt muss das Wasser quasi so ein bisschen da erstmal durchköcheln. Das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern. Genau, und wenn dann die Tomaten und die Karotten schön weich gekocht sind, dann wird das so ein richtiges, wie sagen die Kochs immer, eine Sinfonie auf der Zunge. So. Wie hattest du noch gesagt, selbst nicht nur als Soße, sondern auch als Suppe? Genau, also ich habe das auch schon gehabt, dass ich zu viel gemacht habe und das habe ich dann irgendwie... Das habe ich dann auch manchmal mit Brot gegessen oder so. Also es geht auch. Ja, genau. Wir machen das jetzt aber nicht auf der 3, so auf 1,5. Und das muss jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen vor sich hin köcheln. Also ich würde schon so sagen, so 10, 15 Minuten mindestens. In der Zwischenzeit rasten die Nudeln aus, lol. Genau, und man kann dann erstmal schon den Topf drauf machen, den Deckel, sodass das warm wird erstmal. Aber ist jetzt nicht super notwendig. Aber damit das erstmal ein bisschen Hitze aufbaut, können wir das erstmal machen. Genau, ja, das lassen wir jetzt erstmal so eine ganze Weile und ich würde sagen, im nächsten Schnitt sehen wir uns dann wieder, wenn die Scheiße dann fertig ist. Zum Wohl. Du hast deins aber auch schon ausgetrunken hier, ne? Ja. Oh, der Utwe ist ein ganz schöner Kampftrinker hier. So, so okay. So, jetzt sind 20 Minuten ungefähr vergangen. Die Soße sieht aktuell so aus.
Also es ist schon viel Wasser verdunstet, es ist jetzt schon sehr viel cremiger geworden, sehr viel dickflüssiger. Man hat jetzt hier noch ein paar Stücke, aber die sind schon sehr viel weicher jetzt geworden. Das heißt, sehr einfach und sehr leicht auf der Zunge zergehen lassen, wird jetzt schon eher möglich sein. Die Nudeln sind mittlerweile auch fertig gekocht, die gießen wir gleich ab. Aber was jetzt noch hier reinkommt, sind erstmal Pfeffer. Pfeffer enthält einen Stoff, der heißt Piperin, und Piperin sorgt für ein... sorgt für einen besseren Stoffwechsel quasi, also Fettabbau wird dadurch angeregt oder Fettverbrennung wird dadurch angeregt. Deshalb esse ich so ziemlich viel mit schwarzem Pfeffer. Das ist sehr, sehr, sehr geil. So, jetzt kommt hier quasi der Rotwein rein. Da machen wir nicht so viel. Wir machen da quasi wirklich nur so einen Schluck. Das reicht schon völlig, mehr brauchen wir gar nicht. Das ist ja auch eigentlich nur eher für die Farbe. Ja, und wenn die Soße jetzt quasi so ein bisschen dunkler wird, so ein bisschen die Farbe des Rotweins annimmt, dann ja, ein bisschen süßlicher schmeckt es auf jeden Fall noch. Es riecht auch schon auf jeden Fall sehr gut, würde ich jetzt mal behaupten. Oder, Utwin, siehst du das anders? Mhm. Du siehst es anders. Du siehst es anders. Okay, gut, dann müssen wir das wohl noch ein bisschen köcheln lassen. So, und jetzt bringen wir da jetzt ein bisschen Tomatenmark noch mit rein, um das noch ein bisschen... Profi. Um das quasi noch so ein bisschen cremiger zu machen, das Ganze. So, wir brauchen auch nicht die ganze Tube, wir nehmen da jetzt höchstens so die Hälfte. So, okay. Fuck. So, okay. Naja, ich mach das eh nochmal sauber hier. Okay, und was ich vorhin noch vergessen habe, was man optional noch mit reinmachen kann, ist Grana Padano. Also einfach nur Parmesankäse. Für die Konsistenz kann man das auf jeden Fall auch noch mit reinpacken. Ich habe das jetzt hier, wie gesagt, auch 20 Minuten so auf mittlerer Stufe durchköcheln lassen. Jetzt ungefähr noch mal 5 Minuten maximal. Und dann können wir eigentlich schon essen. Also dann ist eigentlich schon servierfertig. So, das lassen wir jetzt hier noch ein bisschen köcheln auf mittlerer Stufe quasi. So, jetzt werden wir die Nudeln abgießen. Die haben hier quasi auch jetzt gekocht. So, da muss man hier vor. So. Alles da rein. Jawohl. Wenn da ein bisschen was festhängt, ist nicht schlimm. Hol mal raus. Okay. Das können wir jetzt hier rüberstellen. Brauchen wir jetzt nicht mehr, den Rotwein brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Also, noch nicht. Noch nicht. So. Okay. Jetzt. Lassen wir die Soße hier noch ein bisschen. Wir können jetzt eigentlich auch ausmachen und die Resthitze quasi vom Herd nehmen, um die Soße quasi da durchgehen zu lassen. Man könnte jetzt auch erstmal abschmecken, ne? Das wäre auch eine Option, oder? Das könnte man tun, ja. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Willst du? Okay. Aber Pustefeuer ist wahrscheinlich noch heißer, ne? Und? Sehr gut. Ja, nice. Okay, wunderbar. Dann kannst du den Löffel gerne noch zu Ende gönnen. Dankeschön. Quasi. Okay, ja, dann lassen wir das jetzt noch ein bisschen so Wärme durchlaufen. Und ich werde jetzt schon mal die Teller vorbereiten. Und dann kommt quasi... Ach so, erstmal genau, Parmesan. Ganz vergessen. Wie gesagt, muss man nicht, kann man aber. Schmeiß den Löffel hier ins Spül. So, und dann kann man auch, je nachdem, wie viel man halt da reinmachen will, so kann man das dann. In die Soße mit reingeben. Einfach in die Soße direkt. Kann man am Ende auch aufs Gericht machen. Also werde ich jetzt auch so gedacht. Ich habe auch geriebenen Käse noch da, falls du lieber den noch hinten drauf haben willst. Also so Gouda anstatt Parmesan, das geht auch. Aber der Parmesan ist ja eigentlich nur dazu da, um jetzt nochmal ein bisschen Flüssigkeit zu binden. Das quasi wirklich die Soße eine cremige... Ah, die wird jetzt eher sämig. Genau, dass sie so sämig-cremig wird, genau. Dass sie halt nicht mehr so viel Flüssigkeit hat. Das ist halt quasi nochmal so ein bisschen geschmacksfördernd. Genau. Und die hat jetzt auch schon eine ganz gute cremige Konsistenz. Die Sachen haben sich auch sehr gut zerkocht. Also es ist schon eher eine Einheit geworden quasi. So eine Flüssigkeitseinheit. Okay, gut. Dann würde ich sagen, servieren wir das Ganze jetzt mal. Bis gleich. Okay, kommen wir zur Verkostung. Also,
Ja gut, du hast jetzt Parmesankäse, ich habe noch quasi normalen, aber wir können das erstmal so probieren. Der ist optional, genau. Genau. Mal gucken. Ja, ich denke, die ist ganz okay geworden. Muss jetzt kein Wettbewerb werden. Nein, überhaupt nicht. Voll so schlimm, bitte. Also es war mir wichtig, dass die Karotten zergehen auf der Zunge. Man merkt schon echt einen Unterschied zu einer normalen Tomatensauce. Also wenn man sich einfach so eine ganz gewöhnliche Soße macht, oder eine Fertigsoße oder so, ist echt schon ein Unterschied drin. Also es geht wirklich mehr in Richtung, wie man so... Aus Restaurants kennt? Restaurants kennt, genau. Ich fühle mich geehrt. Cool. Ja, aber ich muss sagen, gut, man hätte sie vielleicht noch ein bisschen mit Basilikum und ich so machen können. Sagen, man kann es doch garnieren mit Basilikum oder hab ich, ja, habe ich jetzt leider nicht da. Das ist aber alles Essen fürs Auge quasi. Genau. Ja. Die ist ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, wir danken fürs Zusehen und wir essen das jetzt auf. Und schaltet mal bei Utwin auf dem Kanal vorbei, lasst uns sowieso gerne mal ein Abo da. Ja. Dann wird es jetzt da im Best Case auch noch ein Video geben. Im Best Case, ja. Ich würde gerne sagen, schaut mal bei Kugel auf dem Kanal vorbei, aber da seid ihr zufällig schon. Also Pech gehabt. Ja. Habt ihr jetzt Pech gehabt. Mein herzliches Beileid. Mein herzliches Beileid. Das wird gelandet hat am Ende. Echt so. Was ihr auch immer im Leben falsch gemacht habt, das, ich hoffe, ihr kriegt das wieder gerade. Ja. Ich kann euch ein paar gute Ärzte empfehlen. Ja. Okay, ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Geil. Da ist. Los, drückst dir rein, Junge. Also, weißt du, die Gabel so wegschmeißen, den Löffel so. Mit der Hand so, ja. So ein Bilder, Alter. Mit beiden Händen einfach. Geil, Alter. Sehr gut. Oh Mann.